Ich habe schon gesagt, das war jetzt, ich bin der Tod, das nächste wird, ich war der Tod und dann kommt der dritte Teil, ich werde immer der Tod sein, revisited. Und dann müssen Reden wir die noch die über vegane uns? Version machen Ich weiß und nicht. die genderrichtige, also die Totin, werde ich auch irgendwann mal sein müssen. Jetzt wird's ein Geschmarri. Ja. Das Lied habe ich übrigens gemacht. Herzlich willkommen zum aktuellen Schepper Media Talk. Wir unterhalten uns heute über das neueste Videowerk von Blut und Tod. Deshalb habe ich jetzt auch den Meister dieses Werks, den guten, wunderbaren, liebreizenden Ecki heute mit dabei. Und wir haben einen Media Talk. Guten, Servus, guten Morgen, willkommen beim Media Talk. Dankeschön, dass ich heute mal Frage und Antwort stehen darf. Ja, naja, immer mal wieder was Neues. Yep. Ich würde sagen, wir legen los, indem wir einfach mal das Video kurz anschauen. Oder was meinst du? Bin ich voll dabei, ich schaue es mir gerne wieder an. Das SEK rennt meine Türe ein und steckt mich ins Bekloppterheim. Ein Richter spricht in ernstem Ton, eine Mutter weint um ihren Sohn. Meine Eltern wollen mich sehen. Sie sagen, ich sei schizophren und werde nicht ersetzen, Mann. Nun sind sie als nächstes dran. Ich kontrolliere deine Lebenszeit. Ich bin der Tod. Ich bin der Tod. Mein Dasein in der Einsamkeit. Ich bin der Tod. Ich bin der Tod. Also es ist wirklich ein Meisterwerk, also finde ich jetzt, um vorweg zu sagen, mir gefällt es sehr gut. Es gibt aber jetzt auch zwei Gründe, warum du heute damit so bewandert bist. Magst du uns kurz erklären, warum das Ganze ist und warum der Song nicht Ich bin der Ecki heißt? Ja, freilich, das erkläre ich dir gerne, weil... Was will ich großartig erklären? Also hauptsächlich erklären müsste das der Martin und der Bernie von Blut und Tod, die das ganze Teil ja geschrieben haben. Die haben mich ja eigentlich nur ausgenutzt für wegen meiner tollen Stimme und meiner Präsenz auf der Leinwand, die sie unbedingt haben wollten. Ja, genau. Warum er jetzt halt nicht heißt, ich bin der Ecki, weiß ich nicht. Also es war auch mein Vorschlag, aber die wollten es partout nicht haben. Haha, lol. Okay, vielleicht dachten sie auch, also ich nehme es jetzt mal vorweg, es geht ja um einen, sagen wir, geistig verwirrten Menschen, der versucht, Leute zu töten und denkt, er ist der Tod. Kann das man das so kann sagen? Man im Endeffekt so sagen, ja, der ist davon so überzeugt, dass er der Tod ist, ja, das meint er halt dann, genau. Das meint er, das ist natürlich nicht sehr schön für seine Mitmenschen. Nein. Aber das sieht man, was Quarantäne und mit einem machen kann, ne? Quarantäne ist ein gutes Stichwort. Reden wir kurz über das Video. Ihr habt es in der Quarantänezeit gedreht. Genau. Und soweit ich weiß, bist du auch der, sag mal, Meister Kameramensch. Warst du in dem Fall nicht, weil du standst ja vor der Kamera und warst der Hauptdarsteller. Aber du hast den ganzen Schlons geschnitten. Genau, ich habe den ganzen Bums geschnitten. Geil. Was sehr schön war. Also es war mal wieder eine wunderbare Abwechslung. Und ich habe eigentlich auch Spaß das erste Mal geschnitten und habe es den Jungs dann gezeigt. Und ich weiß ja, dass die sehr, sehr eigen sind, was ihr Material angeht. Und haben da meistens das Problem, dass andere Leute einfach nicht wissen, wo die hinwollen mit ihrem Material. Und ich habe das geschnitten, die haben das angeschaut und gesagt, genau so haben wir uns das eigentlich vorgestellt. Jetzt machen wir dann gleich die Kleinigkeiten und dann war das sehr schnell eigentlich gemacht. Also... eine Woche ungefähr rum habe ich gebraucht, um zu schneiden, ja, und dann halt noch ein bisschen Nacharbeit, Kleinarbeit, auf den Takt alles bringen und das und die Filter oben drüber legen. Ich behaupte mal bei Bernie und Martin, die du bestimmt als Freunde bezeichnen würdest, auch wenn Bernie sagen würde, er hat keine Freunde. Schön, dass ihr darüber lachen könnt. Glaube ich, dass ihr euch da auf einen fairen Deal geeinigt habt. Gehe ich einfach mal davon aus. Ja, ich durfte arbeiten und dafür darf ich sie Freundin nennen. Ah, so ist das, okay.
Ach, das ist wie bei diesem Shepper-Chor. Wir arbeiten und dafür sind genau, wir Genau, ja, du hast es erkannt. Nein, ich glaube, ich habe einen Pulli bekommen sogar. Darf er den Pulli kriegen? Hey, wir sind's. Hi, Blut und Tod. Hallo, na, und wie geht's? Alles klar, na, das ist ja gut, ja. wenn ihr wissen wollt, wie das Video weitergeht, ja. Es geht noch länger auf Shepper-Chor auf dem YouTube-Channel. Ja, da müsst ihr liken und kommentieren. Das ist toller Shepper-Chor-Channel. Das ist der beste Shepper-Chor-Channel. Ja. Aber jetzt geht's erstmal im Stream weiter von Sippler. Was der wohl noch zu erzählen hat. Ich bin so gespannt. Geht's los, ja. Hallo. Viel Spaß. Ja. Wie ist denn das Video? Das habt ihr komplett alles in Nürnberg gedreht? Richtig, oder? Das haben wir alles in Nürnberg gedreht. Hallo? Und ja? Ich wollte doch die Frage schnell fertigstellen. Wie habt ihr denn, seid ihr auf die ganzen Locations gekommen? Wie die Tierhandlung, ja gut, die Rolltreppe zur U-Bahn, das ist relativ leicht, aber ja. Wie sind wir drauf gekommen? Die Story ist eigentlich ganz anders entstanden, die hätte auch ganz anders verlaufen sollen. Wir haben aber damals weder die Locations herbekommen, noch die Schauspieler herbekommen, die wir eigentlich geplant hatten. Und dann hat sich das alles einfach ein bisschen verlaufen. Und das war dann, ja, dadurch, dass ich dann mein Kostüm immer mehr aufgewertet habe, sage ich mal, hatte ich dann so eine richtig geile Maske. Und sagte, Jungs, jetzt müssen wir endlich mal anfangen zu filmen. Das muss jetzt endlich fertig werden. Und dann war das mehr so eine Hoppla-Hopp-Aktion. Also es war kurz vor Halloween. Und dann haben wir beschlossen, am Halloween macht es eigentlich am meisten Sinn. Da fallen wir am wenigsten auf auch, wenn wir in der U-Bahn und sowas unterwegs sind. Und dann haben wir uns vielleicht auch kurz mal was. Okay, Halloween, 12 Uhr, raus auf die Straße, losfilmen. Der Martin hat dieses Wasserschloss, kennt er wahrscheinlich schon länger. Der ist ja auch immer unterwegs und sucht Locations für seine Videos. Ja, das mit dem Wasserschloss war echt witzig. Ich schon mal gesehen gehabt. Weil, so ist es dann im Endeffekt gekommen. Und dann, wie wir da hingefahren sind, kam noch diese Idee mit diesen Heimchen, dass man da in Tierhandlung geht. Ich glaube, die wollten nur Katzenstreu kaufen. und dann waren wir in dieser Tierhandlung und dann haben wir diese Heimchen gesehen und dachten, na, das wäre vielleicht ganz lustig, weil der Tod, was würde der essen? Auf jeden Fall kein Schnitzel, sondern wahrscheinlich eher Kakerlaken und so ein Zeug. Da haben wir so eine Box Heimchen gekauft, die alle überlebt haben, bis auf die schon tot waren drin. Die haben also alle überlebt, wir haben die auch freigelassen. Also die haben jetzt ein besseres Leben als zuvor. Also es ist niemand zu Schaden gekommen außer ihr? Genau. Und den Schaden hattet ihr ja auch vorher schon, wie ich weiß. Den haben wir schon lange, ja. Ja, so ist es. Wo wir gerade dabei sind, ist, man sieht ja auch Passanten, die mit euch Selfies machen. Ja. Oder eine Passantin im Video. Habt ihr die gecastet oder war das so ein Glückstreffer, dass die vorbeikamen und gesagt, ey, darf ich mit dir ein Selfie machen? Das war tatsächlich so, dass wir eigentlich auf dem Rückweg schon waren von der U-Bahn-Station und sind dann zurückgelaufen. Ist die tatsächlich, die ist vorbeigeradelt und hat uns gesehen und hat dann gesagt, ey, der Tod, kann ich mit dir ein Selfie machen? Und kam auf uns zugestürmt und haben gesagt, klar, aber nur, wenn wir es filmen dürfen und verwenden dürfen. Ecki, lass uns doch mal zum Song an sich kommen. Ja. Die Thematik sollte ja mittlerweile jedem ziemlich klar sein. Was mir aufgefallen ist bei dem Song, ist, dass er eigentlich komplett untypisch für Blut und Tod ist. Das stimmt, ja. Der geht gar nicht so in dieses Hardcore-Punk-lastige, was sie sonst haben. Der geht eher Richtung, ich sag jetzt mal, Rammstein. Ist untypisch, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, dass der Song dann im Endeffekt so klingt. Ich meine, das könnte ich jetzt ganz selber erklären an der Stelle. Und wie dann der Martin gekommen ist, hat zu mir gesagt, er möchte meine engelsgleiche Stimme dann auch noch haben als Gesang. Dachte ich mir, gut, warum nicht, wenn er da Bock drauf hat. Hab dann wochenlang geübt, wie könnte der Tod klingen. Also deine engelsgleiche Stimme, das war der ausschlaggebende Grund, warum du gecastet wurdest? Im Endeffekt, nein. Genau. Wie sagt man so schön, eine glückliche Findung für euch beide ja gewesen, oder für euch alle drei gewesen, oder? Genau, sozusagen. Also es hat super funktioniert. Ich habe also dieses Mal so viel mitgearbeitet bei Blut und Tod. Ich fühle mich fast schon als drittes Bandmitglied. Würde ich sagen, kommen wir zum Ende eigentlich schon von dem kleinen, schönen Tod. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch an der Stelle kurz Ich glaube,
Jonas? Ja, wie soll ich so schön sagen, bevor ich jetzt da rumstammel? Schaut das Video an. Es macht mega Spaß. Es ist eine schöne Story. Es ist schön bearbeitet. Ja, Ecki, du zeigst dich auch in deiner schönsten Seite, weil man sieht dein Gesicht sehr wenig. Das freut mich sehr. Am Ende sieht man es. Am Ende sieht man es mal. Ja. Da kann man ja dann einfach eher abschalten, wenn man das nicht sehen will. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, genau. Ja, aber in dem Sinn, schaut euch das Video an. Es ist wirklich schön, es macht Spaß, es ist ein lustiger Song. Und so sollten mehr Videos im Underground-Bereich sein. Da kann man nämlich schon mit den Großen mithalten, muss man ganz ehrlich sagen. Muss ich sagen, da gebe ich dir jetzt auch vollkommen recht. Vor allem ist echt nicht viel Aufwand, auch finanziell nicht. Wenn man ein halbwegs geiles Video haben will mit den normalen Kameras daheim, lässt sich das machen, hat eh jeder im Endeffekt. Also da kriegt man echt ordentlich was hin. Das, auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Ende. Wir verabschieden uns mit den Worten des Schneemanns Frosty, oder? Die da wären? Du weißt sie doch. Du bist doch der alte Weihnachts- und Schneemann. Gemischtes Hack ist bestes Hack? Genau, das sagt Schneemann Frosty. Lasst ein Like da, ein Abo da, kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Schaut die weiteren Videos von und an. Bleibt am Ball, wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao, ciao. Bis bald, ciao, ciao. Hey.